Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist wieder Zeit für World of Goo. Wir sind im Winter. Und wir haben das Waterlock. Ich bin Upper Chef. Ich bin für Waterlock. Waterlock. Eureka. What? Punkt 1. Was ist das? Es sagt, sei vorsichtig. Clear your cookies. Räume deine Cookies auf eine Stunde bevor du schwimmen gehst. Mom weiß es am besten. So. Schilder. Ist der Schilderzeichner? Ja, Schildermaler. Lagerf. Der Schildermaler versinkt. Gut. Wir wissen ja, dass alle Goos irgendwie schwimmen können. Was schon mal von Vorteil ist. Ich möchte ja eigentlich auf die Außenseite. Nevo. Muss ich hier mal so an so einen Finger dranhängen, glaube ich. So. Gluckerdi. Jetzt geht's erstmal nach unten. Ich glaube, die Stelle war gar nicht so clever zum dranbappen. Aber ich werde versuchen, dass die einmal rumkommen, die Jungs. So. Und werde es dann hier wieder freilassen. Also. Klatsch. So. Dann heißt es nämlich gleich schnell sein. Ich kann ja hier schon mal, dass wir so liegen bleiben. Ach, ich komme da gar nicht. Ich kann mit denen gar nicht bauen. Das ist natürlich sehr albern. Schauen wir mal, was passiert. Das reicht nicht von der Höhe. Ich muss mich also an irgendwas anderes dran backen. Wie zum Beispiel hier diesen Fingerwulstknochenteil. Dings. Whatever. Das sollte passen, hoffe ich. Ja, ist ja, sag ich mal, jetzt eine Folge mit nicht so ganz so viel Action. Aber schauen wir mal. Erste Runde, das war schon mal gut. Aber ich muss natürlich alle irgendwie reinkriegen. Also drehen wir noch mal eine Runde. La 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 la. Jo. Geistige Notiz geschrieben. Gu kommt ohne Sauerstoff aus. Halt! Wer denn da? Genau. Wieder da dran. Ja, so. Noch eine Runde. Hier mal ein bisschen Goos beschleunigen, dass sie auch schön artig hektisch sind. Hektisch. Nicht irgendwo in der Pampe rumschwimmen. Also, ich mag meine Goos zwar wirklich, wirklich gerne, aber die beiden Jungs hier haben Pech gehabt. Ich werde jetzt noch genau diese Runde abwarten und meine restlichen, die hier drauf sind, vielleicht noch mal so einsammeln. So, das war's. Aber das war jetzt nicht so spannend. Gebe ich gerne zu. Immerhin, plus 3. Und weiter geht's nach einer unspannenden Runde. So, das war das. Jetzt geht's hier weiter. Upper Shaft. Strategische Zerstörung. Okay. Was?
Hier sind Jungs, die explodieren. Was ist hier? Diese Mauern sehen schwach aus. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich trainiere. Ich bin so fest und so well-toned, gut geformt. 35 Minuten Cardio an oberer Körper und Bauchmuskeln. Es ist wirklich warm hier drin. Besonders da unten. Gut, dass es hier keine Explosives, keine explodierenden Dinge gibt. Schildermaler. Ich habe da ja so eine Vermutung. Das ist nur die Frage, wie ich das hinkriege. So. Und so. Genau. Dann muss ich das nämlich jetzt Stück für Stück nach unten befördern, denke ich. So. Das, indem ich immer mal wieder einen Zwischenschub rausnehme. Ja. So. Den da rausgenommen. Das gleiche Spiel nochmal. Weg. Ich will den da rausnehmen. Brennt die Lunte schon? Okay. Muss nämlich hier zwischen mit der Bombe, denke ich. So. Zack, zack. Und zack. Na, einen müssen wir noch. Denke ich mal. So. Zack. Na gut. Einen können wir noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So, zack, zack. Zack. Jetzt hängt es genau dazwischen. Oder soll ich vielleicht noch einen dazwischen hängen? Ich hab's ja. So. So. Jetzt hängt es genau dazwischen. Kann ich anfangen, hier eine Brandschnur runterzulegen. Zack, 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 zack. Guck, 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 guck. Bam! Bam? Bam. Geht doch. Was sagt er jetzt? Welcher Fabrikdesigner würde denn überall tödliche Spitzen dran bauen? Wenn es da doch nur etwas gäbe, an dem man sich festhalten könnte. Der Schildermaler hängt über dem Feuer wie eine Spinne. Ja. Ganz grundsätzlich kann ich mir die Jungs hier jetzt mal runterholen. Mal gucken, was ich mit denen noch so anstellen kann. Ich glaube ja, da geht was. Ich hoffe nur, die werden nicht geröstet, wenn sie ins Feuer kommen. Das wäre ja ziemlich traurig eigentlich. Ich kann hier auch schon mal anfangen, so ein bisschen mit dem Grün zu bauen. Grün, 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 grün. Sind alle meine Farben. Und so weiter, ne? Das war blöd. Wollte ich doch gar nicht. Ich will doch hier so eine Halterung bauen. Damit ich hier ordentlich Zucht drauf geben kann. So. Ich muss 10 überbringen. Na, das werde ich ja wohl hinkriegen. So, jetzt ist auf jeden Fall das Grundgerüst fertig. Mit dem ich hier weiterarbeiten kann. Das Schöne an den Grünen ist, dass ja auch die, so
Dreierformationen ausbilden. Das dürfte dann relativ stabil sein. So. Zack. Jetzt muss ich tatsächlich mit den Jungs hier. Ja. So. 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 Hier irgendwie. Hier vielleicht noch einen zur Unterstützung hinsetzen. So. Und so. Na? Das ist mir zu tief. Setze ich lieber hier einen hin. Baue hier weiter. Na, das war's doch schon. Das ist hervorragend. Problem ist, nur hinten rutscht es. Schnell, Jungs, schnell. Hervorragend. 19. Jetzt kannst du auch zusammen. Ist auch egal jetzt. Ganz hervorragend. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr lasst einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben oder ein Plus 1 oder was auch immer ihr mir geben wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich World of Goo spiele oder auch das andere Spiel Sacred Citadel. Bis dann, zockt viel, zockt schön und tschüss.